Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich freue mich, heute ankündigen zu dürfen, dass morgen endlich der vierte Sugar Princess Christmas Cookie Club startet. 24 Blogger und YouTuber, alles Blogger-Kollegen und YouTuber-Kollegen von mir, ganz, ganz liebe Leute, die alle für euch hinter den Kulissen gewerkelt haben, freuen sich auch schon drauf. Das Tolle in diesem Jahr ist, dass wir für jeden einzelnen Tag im Kalender ein Geschenk haben für euch. Das heißt, ich habe dieses Mal so viele Sponsoren und so viele Geschenke, dass ich wirklich jeden Tag etwas in den Kalender tun kann für euch. Das heißt, schaut unbedingt jeden Tag auf dem Blog vorbei. Von 8 bis 23.59 Uhr könnt ihr kommentieren und mit einem Kommentar seid ihr dann im Lostopf und könnt das, was es an dem Tag gibt, gewinnen. Und das ganz Besondere, was ihr auch gewinnen könnt im Kalender, das ist mein Herzensprojekt, nämlich die gute Schokolade. Bei mir im Rewe gibt es die und zwar sieht es so aus. Das ist einfach so eine ja, ganz normale Tafel Schokolade, aber eben doch nicht ganz normal, denn es ist die gute Schokolade und ein Teil von dem Erlös geht da rein, neue Bäume zu pflanzen. Wenn man die Schokolade aufmacht, dann kann man hier auch sehen, wie die Prozentzahlen sind, was genau wohin geht. Also 20% werden für neue Bäume verwendet, 18% für die klimaneutrale Produktion, 21% gehen in den fairen Handel, 10% sind für unsere Zukunft, das heißt für die Zukunft derjenigen, die das ganze Projekt ins Leben gerufen haben. Und das ist nämlich das Witzige daran, das finde ich auch das ganz, ganz Tolle daran, das hat ein Kind, ein Junge aus Bayern, der kleine Felix, damals sich überlegt. Und zwar war er so erschüttert über die katastrophalen Folgen des Klimawandels, dass er einfach sagte, wie können denn die Erwachsenen da sitzen und einfach nichts tun? Und mir ging es als Jugendliche ganz genauso und ich weiß auch, dass ich ganz verzweifelt war. Und ich finde es einfach absolut bewundernswert, dass dieser Junge es geschafft hat, ein riesiges Projekt ins Leben zu rufen, zusammen mit anderen natürlich. Die gute Schokolade unterstützt dieses Projekt und dient dazu einfach auch das Ziel dieses Jungen zu erreichen, 1 Million Bäume zu pflanzen in jedem Land. Ja, wenn ihr diese Schokolade kauft im Laden, dann unterstützt ihr mit jeder Schokolade eben auch das Pflanzen eines Baums. Alles weitere zur guten Schokolade könnt ihr auf der Internetseite des Projekts lesen. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und bei mir wird es im Kalender auch die gute Schokolade, also ein ganzes Paket gute Schokolade zu gewinnen geben. Das sind 14 Tafeln und es schmeckt auch richtig, richtig gut. Wir haben sie schon probiert, meine Kinder sind ganz wild drauf. Und, es gibt auch noch dazu ein Buch, Baum für Baum, und darin ist alles beschrieben. Als ich über dieses Projekt gestolpert bin, war ich so begeistert, dass ich meinen Kindern sofort davon erzählt habe und auch wir haben dann gemeinsam das Buch gelesen, wir haben die Schokolade dann probiert und wir waren alle total begeistert. Die Kinder haben vor, in ihren Schulen Referate zu halten darüber. Ich hoffe, dass das auch noch klappt, denn das Ganze hat ja angefangen mit einem Referat des jungen Felix Finkbeiner. Man kann das alles hier in dem Buch nachlesen. Hier ist der Junge und dieses Referat hat er genannt das Ende des Eisbären und ich finde es einfach super berührend und habe mir sofort gedacht, Mensch, da nehme ich Kontakt auf und werde einfach mal fragen, habt ihr Lust, den Kalender zu sponsern und dann mache ich ein bisschen sozusagen Werbung für das Projekt. Geht auf die Internetseite und seid dabei, gerade auch die Eltern mit ihren Kindern und da kann man auch viel für die Erziehung tun, einfach den Kindern beibringen, wie man CO2 sparen kann und was man einfach dazu beitragen kann, dass unsere Welt nicht kaputt geht. Und dass ja, der Klimawandel gestoppt wird. Jetzt ist es so, dass am Sonntag werde ich euch ein Baumkuchen-Video zeigen. Und zwar werde ich in dem Video eben einen Baumkuchen zubereiten und euch zeigen, wie das geht. Und ich finde, es passt einfach wunderbar zu dieser Schokolade, weil ja, Baumkuchen, Baum für Baum. Jede Schokolade dient dazu, einen Baum zu pflanzen und ich werde für den Baumkuchen natürlich die gute Schokolade zum Überziehen verwenden. Ja, und dieses Video seht ihr am Sonntag, wie es gemacht wird, wie man einen Baumkuchen macht, wie man ihn verziert, wie man ihn mit Schokolade überzieht und ihr könnt am Sonntag dann auch die gute Schokolade bei mir gewinnen. Ein ganzes Paket und natürlich auch dieses schöne Buch. Ich hoffe, dass ihr ebenso begeistert sein werdet wie wir in unserer Familie. Der Jo findet das auch richtig toll und wenn er ein bisschen größer ist, kann er vielleicht auch mal einen Referat dafür halten in seiner Schule. Ich denke, das wird bestimmt möglich sein. Was denkst du? Und natürlich die Schokolade essen, da ist er ganz wild drauf. Er hat mich eben schon gefragt, kann ich ein Stück haben, kann ich ein Stück haben? Und das Tolle ist, die Schokolade sieht auch nicht ganz so normal aus wie eine normale Schokolade, sondern die einzelnen Stücke sind so aufgeteilt. Hier sieht man so schon, dass da die Prozentzahlen, also die Prozente sozusagen mit eingeteilt sind.
Also da ist eben die 20% für das Bäumepflanzen, die 18% für die klimaneutrale Produktion und so weiter. Und jeweils so ist die Schokolade aufgeteilt. Das finde ich eine super, super tolle Idee. Appell an euch, unterstützt das ganze Projekt. Geht auf die Internetseite, lest euch durch. Ich habe das extra in den Christmas Cookie Club mit reingenommen, weil ich finde, dass gerade der Advent und die Weihnachtszeit dazu dienen sollten, einfach wirklich daran zu denken, was können wir für andere tun, was können wir für die ganze Welt tun. Und das ist mir einfach ein Herzensprojekt. Jonathan hat mich überzeugt. Er wollte unbedingt eine schon heute probieren. Und jetzt machen wir das einfach mal. Ich habe sie hier schon aufgemacht. So sieht sie aus. 20%, 18%, 21%. Die Prozentzahlen sind hier aufgedruckt. Und man sieht hier auch eine Kuh. Man sieht hier einen Baum. Man sieht hier den Bauern. Man sieht hier die Wolke und die Sonne. Also es ist richtig toll gemacht. Und jetzt darfst du mal was abbrechen. Was nimmst du? Das Größte. Okay. Dann nehme ich mal die Kuh. 14% gehen an den Milchbauern. Für die Milch aus der Region nehme ich jetzt das Stückchen. Also die Schokolade, die haben wir ja jetzt doch noch probiert. Schmeckt super lecker, zergeht auf der Zunge. Ist wirklich eine sehr leckere Schokolade. Deswegen probiert es unbedingt mal aus und ich freue mich schon, was der Gewinner sagen wird, der dann am Sonntag die 14 Tafel Schokolade und das Buch bekommen wird. Ja, schaut unbedingt auch noch auf dem Blog vorbei. Da seht ihr, was es alles zu gewinnen geben wird im Kalender. Da seht ihr auch meine ganzen anderen Sponsoren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Seid dabei, ab morgen geht's los. 1. bis 24. Dezember, unser Online-Adventskalender. Und ja, für heute sage ich tschüss, bis Sonntag, dann sehen wir uns wieder mit dem Baumkuchen-Video. Tschüss!